So, hier sind wir mit InDesign. Wie gesagt, ich werde jetzt etwas erklären und eine Zusammenfassung machen von was wir schon gelernt haben in InDesign. Alles das, indem ich für euch ein Plakat erstelle. Ich werde natürlich andere Themen hinzufügen, also Form, Erstellung, Ausrichtung von Elemente, Benutzung von Farbfeldern und Verläufe. Ein paar Effekte, wie zum Beispiel Farben, Schattierung und so weiter, und einige Kleinigkeiten. Keine Sorge, dass diese Elemente neu sind. Dieses Video ist nicht dafür gemacht, dass ihr das zu Hause allein lernen müsst. Es ist nur, dass ich wollte ein Video machen mit allen Elementen, die für mich im Thema InDesign Basic dazu passen. Und das können wir benutzen jedes Mal bei nächsten Unterricht, bei meinem nächsten Unterricht am Ende des Jahres, um eine Zusammenfassung zu haben. Legen wir los und machen wir einfach ein neues Dokument in InDesign. Ich arbeite für Druck. Ich möchte gerne, schauen wir mal, was für Formate könnten wir nehmen, eine schöne 3. Das ist nicht zu groß und nicht zu klein. Wir wollen eine Plakate, nur eine Seite natürlich. In Hochformat geht wunderbar. Ich brauche keine Doppelseite, weil es ist nur eine Seite. Deswegen kann ich hier einfach weitergehen. Spalte, ich weiß es nicht. Erstmal lasse ich eine Spalte. Ich kann auch erträglich ändern. Für Ränder mache ich einfach 10 mm rundum. Und Anschnittzugabe gebe ich erstmal 2 mm. Eigentlich müsste ich schauen bei der Druckerei, welche Werte sollte ich hier angeben. Aber egal, momentan ist alles egal. Geben wir erstellen. Und schauen wir unsere Datei. Unsere Datei ist nur eine A3. Man sieht, Musterseite ist immer da, Dokumentseite nur eine. Das reicht erstmal. Entschuldigung. Und legen wir los. Ich habe ein paar Material schon heruntergeladen. Dann würde ich mich freuen. Eine schöne Bilder als Hintergrund, ich denke. Nö, das benutzen wir nicht als Hintergrund. Den Hintergrund lassen wir weiß, aber schauen wir mal. Machen wir die Sache langsam, langsam. So, um ein Bild hinzuzufügen, werde ich einen schönen Bildrahmen machen. Okay. Und dann mit diesem Bildrahmen ausgewählt unter Datei platzieren, werde ich mein Foto einfach hier drin platzieren. Wenn ich das finde, wäre noch toller. Okay. Das Bild ist ein bisschen zu groß, deswegen unter Objekt anpassen kann ich und entscheiden, zum Beispiel, dass ich den ganzen Rahmen proportional mit meinem Bild füllen möchte. Gut, sieht gut aus. Wenn ich schaue jetzt die Preview, würde sagen, ich nehme mit der schwarzen Pfeile. Ich klicke auf meinen Bilderrahmen und ich kann etwas größer machen. Wir haben sowieso Platz. Das war zu viel. Hier oben haben wir auch Platz. Ja, super. Dann schauen wir. Okay. Und wollen wir hier machen. So, machen wir so. Okay. Das ist ein bisschen. Ah. Erste Problem, erste neue Sache. Ich möchte gerne meinen Bildrahmen im Zentrum von der Seite. Um die Sache zu zentrieren oder zu verteilen, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Aber hauptsächlich funktioniert alles unter diese Fenster, diese Palette, die man unter Fenster, Objekt und Layout ausrichten finden kann. Das ist die Palette, die wir brauchen. Diese Palette könnte kompliziert aussehen, aber wir sehen nicht alles. Die erste Sache aber, dass man immer schauen muss, ist diese Ausrichten an. Wir müssen schauen, an welche Elemente wir ausrichten. Und deswegen erstmal klicke ich auf dieses kleine Menü und entscheide. Dieses Bild muss zentriert sein auf Basis von anderen Elementen oder genau im Zentrum der Seite. Ich will diese Bilderrahmen genau im Zentrum der Seite. Deswegen meine Auswahl ist an Seite ausrichten.
Nachdem ich gesagt habe, welcher ist mein Bezugpunkt, sagen wir so, werde ich in der ersten Reihe auswählen, ob ich vertikal, Entschuldigung, horizontal oder vertikal Ausrichtung auswählen möchte. Ich will im Zentrum horizontal. Mir reicht ein Klick, das Bild wird zentriert. Das ist die einzige Möglichkeit zu zentrieren, exakt, die ich akzeptiere. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit intelligenter Hilfslinie, diese Linie, die kommen, während wir etwas verschieben, das Richtige in der Mitte zu machen. Aber das ist keine exakte Wissenschaft, sagen wir so. Und jetzt aktiviere ich wieder die normale Vorschau. Ich will etwas hier schreiben. Wenn ich etwas auf dem Bild schreiben möchte, am besten klicke ich draußen vom Bild. Und mit dem Textwerkzeug werde ich einen Textrahmen machen. Ich werde schreiben Ausstellung für über der Herbst, den Herbst. Ich schreibe so, wenn falsch ist, könnt ihr mich korrigieren. So, ich habe geschrieben, ist ein bisschen zu klein, aber da haben wir schon gelernt. Entweder ich wähle meinen Text aus und entweder von der Steuerungsleiste oder unter Fenster, Schrift und Tabelle, Zeichen. Ich kann einige Formatierungssachen ändern. Ne? Was nehmen wir als Font? Ich hatte einen Font, den ich eigentlich benutzen sollte. Der kommt bald. Einen kleinen Moment, das sollte diese sein. Ich mache ein bisschen mehr Platz hier, ich mache ein bisschen größer hier. Super. Aber ich will jetzt innerhalb meiner Textrahmen zentrieren. Kein Problem. Das ist Textzentrieren, es ist nicht Elementzentrieren. So, gilt nicht die gleiche Sache, die wir gemacht haben mit dem Bild, sondern müssen wir einfach wie Word normal zentrieren. Die Zentrierungsmöglichkeit finden wir in der Steuerungsleiste, wenn ein Text ausgewählt ist. Oder haben wir auch wieder unter Menüfenster, Shift und Tabellen, ups, Absatz, die Möglichkeit auch hier zu zentrieren. Super! Ich weiß nicht, ob dieser Text auf eine oder zwei Zeilen geschrieben wird. In jedem Fall möchte ich gern, dass egal auf welche Platz in Höhe dieser Text nimmt, muss immer zentriert in diese Textrahmen. Um das zu machen, müssen wir etwas wieder neu lernen. Um die Horizontalzentrierung von einem Text innerhalb seiner Textrahmen, müssen wir unter Menüobjekte Textrahmenoptionen. Mit Textrahmenoptionen können wir verschiedene Sachen ändern. Eine davon, hoppla, machen wir hier, aktivieren wir Vorschau. Eine davon ist hier Vertikalausrichtung. Normalerweise ist oben, ich nehme zentriert. Egal wie groß mein Textrahmen ist, wird immer zentriert. Gut, dann haben wir gesagt, ich möchte gerne diese Texte, Entschuldigung, auf dem Bild. Toll, aber nicht wirklich toll. Ich habe ein kleines Problem. Der Text ist unlesbar oder schwer lesbar. Es wäre besser, dass auf dem Bild ein kleiner dunkler Hintergrund, aber immer dezent, steht. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit setze ich mit der Form um. Hier in der Werkzeugleiste gibt es die Möglichkeit, Formen hinzuzufügen. Wenn ich klicke und lasse gedruckt die Maustaste auf diese Stelle, kommt raus die Rechtecke, das Ellipse und das Polygonwerkzeug. Ich will ein Rechteck nehmen. Um eine Rechtecke hinzuzufügen, es ist einfach. Es gibt verschiedene Art und Weise. Eine davon ist einfach klicken, gedruckt lassen und ziehen. Wie einen Textrahmen, wie einen Bilderrahmen, einfach so. Momentan sehe ich gar nichts. Ne? Es ist nur eine Linie. Ich muss vertrauen, dass es ein Rechteck ist, weil momentan ist dieser Rechteck, warum immer, ganz transparent. Das heißt, wenn ich nehme die Farbfelderpalette,
Farbefelder Palette findet ihr unter Fenster, Farbe, Farbfelder. Ihr seht, dass sowohl für die Flächenfarbe als auch für die Konturfarbe gibt's nichts. Ich will die Konturfarbe weglassen, ich brauche sie nicht, aber die Flächenfarbe will ich schwarz haben. Naja, jetzt haben wir gelernt, wie man eine Form hinzufügt, aber naja, ist ein bisschen schwarz. Ich kann natürlich hier oben, an bestimmten Punkten gibt es ein Prozent. Dieser Prozent hier ist die Deckkraft. Ich kann hier eine niedrige Deckkraft eingeben. Ich dann den Text weiß mache. Ich habe ein Problem. Der Text ist weiß, ja, aber es steht unter dieser Form, weil diese Form wurde zum Letzten gemacht. Wie kann ich das sehen? Jedes Element, das ich hinzufüge, normalerweise wird in eine Unterebene. Das heißt, jedes Mal, dass wir arbeiten und nichts anderes machen, werden wir arbeiten auf eine bestimmte Ebene. Ich zeige euch Fenster, Ebene, diese Ebene 1. Und jedes Mal, dass wir etwas hinzufügen, wird das von unten hinzugefügt, ja, in der richtigen Reihenfolge. Um diese Reihenfolge zu ändern, gibt es unterschiedliche Art und Weise. Da wir ein bisschen mehr manuell arbeiten können, können wir ein Element, die man mit diesem Klick auf diese Augen einblenden und ausblenden kann, einfach über oder unter eine andere schieben. Ich habe jetzt über geschoben und wenn ich auch hier über schiebe, eigentlich habe ich eine gute Situation. Es gibt noch zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Erstmal, obwohl keine große Wirkung hatte, ich möchte gerne auch diese Rechtecke genau horizontal zentrieren. Das heißt, wieder Fenster, Objekt und Layout ausrichten. Diese Fenster haben wir nun gesehen. Ausrichten an Seiten, wunderbar. Zentriert horizontal. Das gleiche mache ich auch mit meinem Textrahmen, obwohl ich schon weiß, dass dieser schon zentriert ist. Gut, aber diese Elemente im Hintergrund, es ist okay, es ist schwarz, es ist so dunkler und lässt mich diese Texte besser lesen. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte gerne diese Elemente ein bisschen besser mit dem Bild verbinden. Ich habe dort zwei Möglichkeiten. Oder besser, zwei Möglichkeiten, dass wir miteinander mischen. Ich klicke einfach mit der Schwarzpfeile meine Rechtecke, halbtransparente Rechtecke. Und dann immer hier in der Steuerungsleiste an bestimmten Punkten gibt es Fx. Wenn ich auf Fx klicke, kann ich auswählen Transparenz. Transparenz ist eine Möglichkeit, hier gibt es Mischmodus, ich kann entscheiden, wie die Pixel von dieser Form, die wir erstellt haben, die normalerweise schwarz ist, mit dem Pixel von diesem Bild sich mischen sollen, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Schauen wir mal. Die normale Transparenz sieht so aus. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel multiplizieren. Ist schon anders, ne? Die Farben mischen sich. Ja, die multiplizieren. Naja, jetzt Geschmackssache, aber ich würde entweder multiplizieren oder ineinander kopieren nehmen. Ineinander kopieren ist auch ziemlich interessant, weil wir haben da eine Farbe, die auch zum Herbst ein bisschen passt. Allerdings ist das erste Wort ein bisschen wieder schwer lesbar. Nehmen wir multiplizieren. Ja, multiplizieren ist ziemlich dezent, weil er gibt mir die Möglichkeit. Also ohne Multiplizieren war so, mit Multiplizieren sehe ich noch die Farbe, ich bleibe bei der Farbe und gefällt mir. Was ich noch verbessern möchte, ist diese Kante hier. Ich will nicht eine so starke Kante. Deswegen werde ich hier ein Werkzeug nehmen. Achtung, hier gibt es zwei ähnliche Werkzeuge. Das schauen wir später, das ist ein normaler Verlauf. Das andere schauen wir jetzt. Weiche Verlaufskante. Wie funktioniert das? Ich muss
eine Linie ziehen. Die erste Punkte von dieser Linie ist normalerweise wo der Punkt, wo ein besonderer Verlauf anfängt. Es ist ein Verlauf von sichtbar zu unsichtbar. Es ist einfach, wenn ich euch das zeige. Ich klicke, lasse gedrückt die Maustaste und ziehe nach oben in diesem Fall. Wenn ich die Maustaste loslasse, das ist das Effekt. Davor, danach. Ich habe einfach hier so gemacht, dass der Rechtecke langsam intransparenter wird. Man sieht besser hier. Ne? Und damit habe ich eine schöne Kante. Hier, man sieht nicht, dass hier eigentlich ein Rechteck gibt. Es sieht wie eine Schatten und ich kann auf diesen Schatten einen Text lesbar machen. Das sind schon drei Sachen, die wir jetzt gelernt haben. Wie man Form erstellte und hinzufügte, wie man Elemente zentrierte, wie man mit Transparenzen arbeiten kann. Super. Ich gehe weiter. Ich habe ein kleines Logo für diese Ausstellung. Ich denke, dass das Logo will ich hier zentriert. So, ich mache erstmal eine, Entschuldigung, ich gehe wieder in normale Aussicht, eine normale, wie heißt das, Bilderrahmen. Ich zentriere in der Ausrichtung Palette diese Bilderrahmen horizontal. Und nachdem ich zentriert habe, werde ich mit Datei platzieren, mein Logo einfach nehmen. Das Logo ist zu groß. Jetzt, dieses Mal, ich werde natürlich anpassen, wieder mit Objekten anpassen, aber ich werde nicht Rahmen proportional füllen. Guckt ihr, was passiert. Der ganze Rahmen wird gefüllt, aber das Logo ist nicht alle zu sehen. Deswegen am besten, wenn ein Logo ist, ich will das ganze Logo sehen. Und in diesem Fall nehme ich unter Menü Objekt anpassen, Inhalt proportional anpassen. Das heißt, das Inhalt wird reduziert, proportional angepasst und ich sehe das Ganze, der ganze Inhalt. Entschuldigung. Naja, jetzt gibt es Probleme mit der Datei von Illustrator, deswegen ist es ein bisschen klein, aber es ist auch kein Problem, dann lernen wir. Ich will dieses Logo innerhalb dieser Bildrahmen etwas größer machen. Wenn ihr mit der Schwarzpfeile auf den Logo geht, kommt dieser Doppelkreis. Ihr könnt einfach klicken und ihr habt nicht den Bilderrahmen, sondern den Inhalt ausgewählt. Eine andere Möglichkeit ist, die weiße Pfeile direkt aus eurem Werkzeug zu nehmen und direkt auf dem Bild zu klicken. Es ist gleich. Dann werde ich das Bild etwas größer machen. Und dann wieder platzieren. Gut. Und da habe ich mein Logo, mein Bild. Und jetzt möchte ich gerne drei Kästchen machen mit drei Informationen. Wann, wo, und der dritte schauen wir mal. Okay. Dafür werde ich einen Textrahmen machen. Ich möchte wieder diese. Ich denke, es ist das. Könnte sein. So, ihr wann? Dann dupliziere ich das mit Bearbeiten, Kopieren. Bearbeiten, einfügen. Es gibt andere Art und Weise, haben wir im Unterricht gesehen, ist egal. Mache ich so und wieder einfügen. Ich will diese drei Textrahmen auf die gleiche Höhe und verteilt richtig auf der Seite. Um das zu machen, wähle ich alle drei Elemente. Und erstmal will ich sie verteilen, das heißt, der Abstand zwischen der ersten und zweiten und dritten ist gleich.
Um das zu machen, erstmal immer in der Palette ausrichten schauen, wo die Ausrichtung ist. Ausrichten an Seite. An Seite bedeutet, dass das erste Element wird automatisch auf die Grenze der Seite verschoben und diese auf diese Grenze, das genau in der Mitte. Das will ich nicht. Ich will meinen Rand respektieren. Dieses Mal heißt, ich muss hier etwas ändern. Anstatt an die Seite auszurichten, richte ich an meine Ränder. Das heißt, dass die Elemente bleiben innerhalb meiner Ränder. Supi. Guck dir mal, ich könnte auch so machen, ein bisschen spielen, es ist egal. Ja? Wenn ich jetzt sage, von hier unten Abstand verteilen zwischen Raum horizontal, guck dir mal, was passiert in einmal. Der linke Element wird links ausgerichtet auf der linken Rand, rechts auf der rechten Rand und das ist genau in der Mitte zwischen der linken und der rechten Element. Super. Was wir noch machen müssen, deswegen wählen wir wieder aus, ist, dass die Höhe, Position, ist gleich für alle drei. Man kann natürlich mit der Y-Koordinate von unserem Element arbeiten, aber das wollen wir jetzt nicht, weil es geht ein bisschen schneller. Schneller geht, immer mit dieser Palette ausrichten. Dieses Mal, wo müssen wir ausrichten? Wir müssen ausrichten nicht an die Ränder, weil der Ränder hoch ist hier oben, nicht an die Seite, gleich Problem. Ich muss an die Auswahl ausrichten. Das heißt, wenn ich sage, dass alle Elemente oben an der gleichen Kante ausgerichtet werden müssen, in Design schaut, welches ist das Element, die an der obersten Stelle gibt und sagt, okay, die müssen alle zwei da an der gleichen Höhe. Probieren wir. Die Ausrichtung findet man hier, die Ausrichtung vertikal. Und hier, wie die Icon ein bisschen zeigt, ist obere Kanten ausrichten. Schaut mal. Tack. Beide zwei Elemente wurden oben gebracht. Super. Kommen wir zurück aber mit der Operation. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich wollte eigentlich, dass alle drei Elemente bleiben an die gleiche Höhe. Aber die Gleichhöhe müssen nicht von den obersten Elementen, nicht von diesen, sondern von diesen. Um das zu machen, muss ich irgendwie in Design klar machen, dass der wichtige Element, die stehen bleiben muss, ist diese hier und nicht diese, die eigentlich der höchste ist. Um das zu machen, wähle ich alle drei Elemente aus und dann, man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, einfach ein Klick wieder auf das wichtigste Element in dieser Auswahl. Das wird markiert, ein bisschen dicker, mit dieser dicken blauen Markierung. Und jetzt bin ich bereit. Ich kann hier in die Palette ausrichten gehen und klicken wieder hier oben bei obere Kante ausrichten. Dieses Element ist da geblieben, das ist nach unten gekommen, das ist nach oben und alle sind an der gleichen Höhe. So. Wir haben dann gesehen, wie man ausrichten und verteilen kann. Und ich kann das auch jetzt von meiner Liste nehmen. Das heißt, natürlich werden wir hier den Text ändern, wann, wo, warum. Und dann muss man einfach ein bisschen Text hinzufügen. Unsere Plakate wäre auch fertig. Super! Was ich noch machen wollte, ist, diese Wann, Wo und Warum sind in schwarz geschrieben, aber ich möchte gerne eine andere Farbe. Um mit einer anderen Farbe zu arbeiten, die ich möglicherweise mehrere Mal benutze, werde ich diese Farbe irgendwie erstellen oder nehmen von einer Bibliothek und dann speichern, damit ich diese Farbe mehrere Mal benutzen kann. Meine erste Sache ist, ich möchte gerne eine von diesen Orangen nehmen. Das ist sehr einfach. In der Palette, in der Werkzeugleiste, gibt es eine Pipette. Ich nehme die Pipette. Wenn nichts ausgewählt ist, ihr seht, es ist nichts ausgewählt, und klicke ich auf dem Bild, zum Beispiel auf diese Orange. Entschuldigung, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Okay, Orange ist da. Ich denke, das hat das erste Mal nicht funktioniert, weil das Bild nicht ausgewählt war. Aber da bin ich nicht sicher. Es kann auch sein,
das nicht funktioniert, weil ich zu wenig gedruckt habe. Ja, funktioniert auch ohne Auswählen. Gut, dann klicke ich einmal auf eine Orange, die mir gefallen kann. Ja, es ist genau meine Farbe. Und dann gehe ich in die Palette Farbfelder. Wie gesagt, unter Fenster, Farbe, Farbfelder. Hier werde ich, diese Farbe wird als Flächefarbe normalerweise gezeigt und entweder mit diesem Icon hier oder mit der Menüoption Palette klicke ich auf Neues Farbfeld. Entschuldigung. Mit Neues Farbfeld wird mir gezeigt, diese Farbe, und ich kann, wenn ich diese Option wegklicke, also deaktiviere, einen Namen geben. Orange. Farbmodus und so weiter werde ich dann im Unterricht besser betrachten. Aber wichtig ist, dass jetzt kann ich OK geben und diese Farbe wird zusammen mit der anderen Farbe in diesem Dokument gespeichert. Jedes Mal, dass ich diese Farbe 1, 2 und 3 benutzen will für den Text, wir kennen das schon, Textrahmen, Texte, ich muss nur einmal klicken. Super. Jedes Mal kann ich die Farbe nehmen. Aber was passiert, wenn ich diese Farbe auf mehrere Seiten oder mehrere Mal benutzt habe und an bestimmte Punkte kommt der Chef oder unser Kunde oder unsere liebe Medientechnik-Lehrer und sagt, ja, aber die Farbe muss ein bisschen mehr Rot haben. Das passiert, dass wir jede Elemente ändern sollten. Der Vorteil aber, diese Farbe hier zu speichern, ist genau das. Ich muss mich nicht an jedes Element kümmern, ich muss nur für eine Änderung die Farbe hier ändern. Und hier wird sich die Farbe automatisch ändern. Wie? Probieren wir einfach mit einem Doppelklick auf die Farbe in der Palette Farbfelder, wenn kein Element ausgewählt ist. Tak, tak. Und jetzt, es gibt verschiedene Art und Weise. Ich werde hier ein bisschen tiefer gehen im Unterricht, aber ich mache ein bisschen mehr rot. So war vorher, so ist danach. Wenn ich OK gebe, die Farbe hat sich hier geändert und auch hier automatisch. Ich muss nichts anderes machen. Das ist, Entschuldigung, einer von den Vorteilen, mit Farbfeldern zu arbeiten. Die Farbfelder enthalten Farben, die ich selber erstellt habe, oder andere Farben, die von Bibliotheken gemacht sind. Das ist aber ein Thema, das ich später mit euch betrachten möchte. Deswegen machen wir jetzt nur die letzten Sachen zusammen. Es geht immer um Farbe und es geht dieses Mal um Verlauf. Verlauf bedeutet, dass ich auf eine Fläche, egal ob ein Text oder eine Form oder ein Bildrahmen, möchte gerne einen Verlauf, also nicht nur eine Farbe, sondern eine Mischung von einer Farbe zu zwei Farben zu drei Farben und so weiter. Ob das Deutsch war, weiß ich nicht, aber ist egal. Deswegen nehme ich eine neue Form. Was nehmen wir als Form? Dieses Mal machen wir einfach eine Ellipse. Um eine echte Kreise zu machen, anstatt eine Ellipse so frei zu zeichnen, drücke ich und lasse gedrückte Shift-Taste von Tastatur. Und während der Shift-Taste gedrückt ist, anstatt einer Ellipse bekomme ich einen perfekten Kreis. Dieser Kreis hat aber eine Farbe, egal jetzt welche. Ich möchte gerne, Moment, ich mache wieder zentriert. Ich möchte gerne aber einen Verlauf hier. Deswegen brauche ich wieder die Palette Farbfelder. In der Palette Farbfelder werde ich jetzt einen neuen, nicht Farbfeld, sondern Verlaufsfeld. Mit einem neuen Verlaufsfeld habe ich die Möglichkeit, einen Namen zu geben. Verlauf 1, sehr original. Die Art von unserem Verlauf auszuwählen, linear von einer Seite zu der anderen, radial von einem Zentrum zu dem äußeren Teil von unserer Zirkumferenz, von unserem Kreis, nehmen wir linear. Und dann eine Farbe und eine andere Farbe. Momentan lassen wir ein bisschen
Triste, traurige, schwarz und weiß. Geben wir, okay, und schauen wir, was passiert überhaupt. Das ist unser Verlauf. Von schwarz zu weiß. Wenn ich den Verlauf ein bisschen anders gestalten möchte, wenn die Farbe diese bleiben, brauche ich eine bestimmte Palette. Heißt Verlauf. Man findet diese unter Menüfenster, Farbe, Verlauf. Hier kann ich einen vorstehenden Verlauf ein bisschen ändern. Zum Beispiel, ich kann den Winkel ändern. 90 Grad. Oder ich kann umkehren, was eine Farbe ist und die andere ist. Ne? Ich kann hier die Dominanz von einer oder der anderen Farbe, indem ich die Position ändern. Und wie ihr seht, bei Verlauf gibt es eine kleine Reuter hier. Innerhalb dieser Bereiche, wo eigentlich der Verlauf ist, da kann ich entscheiden, wie viele von einer von der anderen Farbe gibt. Wenn diese Reuter neben sehr nah auf einer von diesen Quadraten mit der Farbe ist, ist die Grenze von dem Verlauf ziemlich deutlich. Wenn in der Mitte ist, ist die Grenze nicht so deutlich, ein bisschen weniger scharf. Okay. Natürlich kann ich auch den Typ ändern. Von linear zu radial und umgekehrt. Wenn ich aber jetzt diesen Verlauf noch anders gestalten will, aber manuell, findet ihr hier, nicht das, das haben wir schon gesehen, diese Verlaufsfarbfeldwerkzeuge, die Möglichkeit mit einer Linie, klicke, lass gedruckt und ziehe, die Richtung und die Größe von meinem Verlauf zu entscheiden. Die Linie, die wir machen, ist genau von dieser Punkte zu dieser Punkte. Das heißt, wenn ich hier klein mache, der erste Teil ist alles weiß, weil es ist außerhalb von dieser Linie hier. Der andere Teil ist alles ganz schwarz, weil es ist von hier hier. Und der Rest ist der Verlauf. Wenn der Verlauf von draußen zu draußen endet, nehme ich nur wo ist diese Teil vom Verlauf, weil diese Punkte und diese Punkte habe ich draußen gezeichnet und sie sind unsichtbar. Das ist alles gut, aber dieses Schwarz und Weiß gefällt mir ein bisschen weniger. Deswegen, was muss ich machen? Dieses Schwarz und Weiß wurde auch als Farbfelder, oder besser, als Verlaufsfarbfelder in der Farbfelder-Bedienfeld hinzugefügt. Ich werde mit einem Doppelklick auf dieses Verlaufsfeld diese Fenster öffnen und dann ein Klick auf Weiß gibt mir die Möglichkeit, hier die Farbe selber zu basteln. Oder wenn ihr geht zur Reglerfarbe, könnt ihr Farbfelder nehmen. In Farbfelder finden wir unsere Farbfelder, die hier sind. Und nehme ich unser Orange. Gut. Danach klicke ich auf das Schwarz. Schwarz kann ich von hier ändern. Oder wenn ich eine andere Farbe, total eine andere Farbe haben möchte, wieder anstatt Farbfelder, nehme ich eine von diesen drei Möglichkeiten, die mir die erlauben, eine Farbe zu erstellen. Ich nehme zum Beispiel CMYK, dann werden wir sehen, was das bedeutet und kann ich meine zweite Farbe ein bisschen ändern. Wenn ich damit zufrieden bin, gebe ich einfach OK. Ich wähle meine Elemente und gebe wieder den Verlauf. Und obwohl mein Plakat noch nicht fertig ist, ich würde sagen, ich bin erstmal, machen wir so. Ne? Geben wir einen Sinn. Ebene. Das Logo muss oben. Voilà, mein Plakat ist fertig. Super. Ich werde jetzt speichern meine Datei. Datei speichern unter. Ich speichere erstmal als InDesign-Datei. Plakat H3. Als InDesign-Datei. Alles gut. Damit kann ich weiterarbeiten später, heute Abend oder so. Aber falls ich in der Schule mit dieser Datei arbeiten muss, und in der Schule weiß ich nicht, aber weiß ich, dass es eine alte Version von InDesign gibt,
Dann werde ich etwas anders machen. Damit ich mit in der Schule mit dieser Datei arbeiten kann, muss ich einige Sachen beachten. 1. Die Version in der Schule ist eine alte Version. Das heißt, ich muss schon dabei eine Datei haben, die nicht in Design-Datei ist, sondern diese kompatible Datei, und zwar EDML. Haben wir im Unterricht schon darüber gesprochen. Außerdem, ich brauche Schriftart und ich brauche die Bilder, die ich hier benutzt habe. Und deswegen geht alles schneller, wenn ich unter Datei ein Paket mache, wie ich sage. Wir verpacken unsere Datei. Wir verpacken bedeutet, dass wir nehmen alles, was für uns nützlich ist, um diese Plakat auf einen anderen Computer zu benutzen. In der alten Version von InDesign, die wir in der Schule haben, gibt es diese zwei Optionen nicht. Deswegen muss man diese zwei Sachen, also eine EDML-Datei, diese kompatible Datei, plus ein PDF zusätzlich machen. Für die neue Version aber reicht das. Wenn ich Verpacken klicke, kommt dieser Hinweis für die Lizenz für die Schriftart. Wir geben OK. Dieser Hinweis bekommt nicht immer. Es ist das Problem, dass ich für Druck arbeite, aber die Bilder benutzen eine Farbdarstellung, die nicht für Druck geeignet ist. Momentan ist für uns kein Problem. Und dann, wenn ich in meinen Ordner gehe, es wurde automatisch dieser Ordner gemacht. In diesem Ordner gibt es meine InDesign-Datei, meine EDML-Datei für die alte Version von InDesign, ein Document-Fonts-Ordner mit allen Fonts, die ich benutzt habe, die Schriftarten, Links mit allen Bildern, die ich dafür benutzt habe, und zusätzlich wird sogar ein PDF als Vorschau erstellt. Über PDF werden wir aber demnächst noch tiefer sprechen. Und meine Arbeit ist erstmal fertig, sowie auch dieses Video. Für Fragen meldet euch gern. Bye bye!